Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Auf diesen Blog habe ich mich ganz besonders gefreut. Er ist mit Björn, von Abstand aus gesehen, irgendwo am anderen Ende der Welt. Hallo Björn. Hallo Martin. Sie erkennen ihn jetzt noch nicht, weil ich habe eine Perspektive, die Schokoladenseite des Gartens gewählt und wir sind jetzt relativ weit davon weg. Ich war hier vor 5 Jahren, ich habe hier keinen Blog gedreht damals, gell? Vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren. Ja. Habe ich hier einen Blog gedreht damals? Nee, gell? Nee. Nee. Und damals war der Teich, wie viel Kubik haben wir? Also laut Befüllung mit der Wasseruhr 200 Kubik. 200 Kubik. Und da war ich hier, weil Björn und seine Familie haben überlegt, Koi, ja, wenn ja, wie viel Koi. Aber der ursprüngliche Gedanke war, einen Schwimmteich zu machen, gell? Ja, wobei ich schon immer ein paar drin haben wollte. Also es war eigentlich... Es sollte am Anfang nicht ein reiner Koi-Teich werden, sondern der Fokus lag aufgrund der Kinder halt mehr auf dem Schwimmen. Aber ich wollte eigentlich schon immer ein paar Fische im Teich haben. Und dann kam ich hier an. Tolles Haus. Ich sehe die Rückenbepflanzung. Und Sie wissen, ich liebe die grüne Hölle. Das ist einfach meins. Ich brauche nicht so viel Steine und. Und dann war hier eine riesen Teichschale und ich saß so im Wohnzimmer und wir haben uns darüber unterhalten. Und dann hat mir Björn erzählt, wie er das hier alles haben möchte und was jetzt gerade seine Idee ist. Und dann habe ich dir eigentlich von all dem ein bisschen so abgeraten. Ja, genau. So, also die Teichschale ist vorzüglich, hat Jürgen Kirchner gebaut. Der Garten an sich war schon? Der Garten war schon, genau. Genau. Und dann habe ich von all dem abgeraten, also was Pflanzzonen und Regenerationszonen und da kommen wir nachher dazu, habe ich davon abgeraten. Und Björn hat auch gesagt, sie wollen ein paar Koi, aber ihr wollt nicht viele Koi. So, und dann habt ihr auch ein paar Koi gekauft und wie ging es dann weiter? 2020 haben wir sechs Stück reingesetzt. Mhm. Genau, haben uns mal mit dem Hobby so ein bisschen vertraut gemacht und ja, haben immer mehr Spaß dran gefunden, weil das den Teich unheimlich belebt. Also sonst ist es eigentlich Wasser. Mhm. Und mit den Kois ist es wirklich, also es ist was ganz anderes. Ich möchte von meinem großen Meister und Lehrer und Mentor Choji Konishi die Worte zitieren. Ein Garten ohne Koi ist ein Ort der Einsamkeit. Ja? Und das Erste, was ich vorher Björn und seine Familie gefragt habe, als ich hier ankam, und wir saßen drin im Esszimmer und haben rausgeguckt, das ist von die Kombination Esszimmer zu Teich ist das Geilste, was man sich vorstellen kann. Da habe ich als Erstes gefragt, habt ihr keine Probleme mit Fliegen, mit Mücken, mit irgendwas? Aber das hast du verneint, gell? Nee, haben wir überhaupt nicht. So, weil wäre das Gewässer komplett ohne Koi und es sind wirklich nicht viele drin, dann wäre das die Oberkatastrophe. Ja, also ihr hättet hier eine Fliegenzucht, die ihresgleichen suchen würde. Ihr habt euch dann mit dem Koi-Hobby jetzt angefreundet über die Jahre. Deine Kinder, genau. 7, 9 und 11 Jahre alt. Genau. Kennen alle Varietäten mittlerweile. Ich habe sie vorher auf 4, 6 und 8 geschätzt. Und dann hat die Tochter, ist die mittlere, gell? Ja, genau. Dann hat die Tochter mich angeguckt und hat gesagt, nein! So, oh my God. Ja, und die kennen die Varietätsnamen. Die haben alle, deine Tochter hat die Koi sogar handsam gemacht. Genau. So ein paar Fischchen und auch nicht die größten in so einem riesen Teich, das ist eine Kunst. Ja, die hat ja wahnsinnig Geduld. Also setzt sich dann da hinten hin und wartet dann, bis sie kommen und das klappt echt gut. Obwohl es ja wirklich wenig Besatz ist. Ja, also das kenne ich so nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber du hast auch die Problematik, dass sie nicht gerne von der Oberfläche fressen, die Koi, gell? Nee. Sondern mehr Sinkfutter. Genau, ja. Ja, also und jetzt sind die Jahre, nochmal 3 Jahre Corona herumgegangen, ihr seid jetzt im Koi-Fieber, ihr habt auch dieses Jahr einige schöne ersteigert bei uns. Genau. Und jetzt ist der Filter zu dem, was ihr damals gebaut habt, etwas zu klein. Ja, beziehungsweise die Umweltraten und sowas, würde ich sagen, sind etwas zu gering. Also könnte man was dran tun. Und jetzt seid ihr am Überlegen, ob ihr es... Hast du noch manchmal dich an meine Worte zurückerinnert, was ich damals gesagt habe? Ja, meine Frau hat es mir noch mal wieder gesagt. Sie sagte ganz klar, ja Mensch, das waren doch die Worte damals, dass das irgendwann wieder raus muss. Ja, aber ich kann es natürlich auch verstehen, wenn man dann mal einen Plan hat, ein Konzept hat, dann will man das auch umsetzen. Ich würde jetzt mal ganz gern mit dir, inklusive deines rattensicheren Futterautomaten, einen Gang durch deinen Garten machen, bevor wir uns dann im nächsten Block den Ding anschauen. Kommst du gerade mit? Bevor wir uns im nächsten Block dann die Technik anschauen. Hier diese Kieselgestaltung, die ist ja auch relativ neu. Die ist neu, genau. Die ist erst letzte Woche fertig geworden, ja, gell?
Und deshalb ist auch momentan das Wasser etwas trüb, hast du gesagt. Weil da wurde Wasser abgelassen und dann hat es natürlich... Ja, genau, dann lief der Filter 2 Wochen nicht und deswegen ist es nicht so klar, wie es sonst ist. Aber sonst ist es auch zu klar. Zu klar? Ich glaube, das ist das, was die wenigsten hier hören wollen. Wollen wir erstmal zu deinem Futterautomat? Ja, klar. Also das hier ist alles einfach ein Traum und von da, wo wir gerade gefilmt haben, das war die Schokoladenseite von unserer Auffassung her, aber auch von hier. Schauen Sie in dem kleinen Pavillon, wenn man dann hier abends sitzt. Das ist einfach ein absoluter Traum. Aber hier sitzt ihr gar nicht, gell? Nee, hier sitzen wir eigentlich nicht. Nee, nee. Also hier kommen dann, wenn wir mal füttern, dann kommen wir hierher und füttern die dann sozusagen. Aber eigentlich spielt das Leben sich hinten auf der Terrasse. Also du hast ja auch mehrere Orte, wo du sitzen könntest. Gibst du mir recht, wenn ich immer wieder sage, die Menschen sitzen am Ende immer am gleichen Ort? Ist so, man ist Gewohnheitstier. So. Ja. Und meistens dort, wo es am nächsten zur Küche ist, zum Kühlschrank. Ich habe vorher gefragt, als wir drin saßen, sah das aus wie so ein Teppanyaki-Grill. Und ich habe gedacht, die werden doch nicht den Ölabscheider dann über Teig entsorgen. Nee, das ist unser rattensicherer Futterautomat, den wir mal gebaut haben, weil wir ein bisschen Rattenprobleme hier haben. Mhm. Und das ist einfach ein Lindfutterautomat, einfach... Den, wo man kennt mit dem Gebläse? Ja, genau. Du hast ihn aber noch nicht getestet, gell? Doch. Ja? Ja. Weil das sieht zur Fabrik neu aus. Nee, das ist einfach, glaube ich, weil der da einfach sauber drin steht. So. So mag man das. Geil. Also ihr nutzt den immer oder nur, wenn ihr im Urlaub seid? Nee, ab diesem Jahr, also wir haben ihn jetzt seit dem Frühjahr, haben wir jetzt dieses Jahr den permanent genutzt. Bis auf jetzt bei der Umbauphase haben wir nicht gefüttert. Mhm. Deswegen ist der gerade auch noch aus. Aber sonst, seit diesem Jahr... Nutzen wir eigentlich jetzt regelmäßig. So, und jetzt gehen wir mal durch deinen Garten. Durch euren Garten, muss man ja sagen. Was ein absoluter Traum ist. Und hier steht mein absoluter Lieblingsahorn, muss ich auch sagen. Auch hier die Kiesel. Das hat auch Jürgen Kirchner gemacht. Das hat Jürgen Kirchner gemacht, genau. Aber aufpassen, sowas darf man nur mit Rastzement, was absolut wasserverträglich ist. Allerdings, und das habe ich vorher auch zu Björn und Familie gesagt, da habe ich mir nicht gerade die größten Freunde gleich gemacht. Im Neuzustand sieht es perfekt aus, aber Sie müssen wissen, da wachsen natürlich Algenpatina drauf wie Teufel. Gerade der Drastzement, der ist natürlich auch von der Oberfläche her ziemlich rau. Und ob das in 2 Jahren noch so aussieht oder ob da meterlange Fadenalgen sind, das muss man dann sehen. Den Ahorn habt ihr quasi mit dem Haus mitgekauft, der wurde nicht nachträglich gepflanzt? Nein, den haben wir mit dem Haus mitgekauft und der müsste jetzt so 20 Jahre sein. Das reicht nicht. Wie groß, seit wann habt ihr das Haus? Oder nee, wir haben das Haus jetzt, das wurde vor 20 Jahren gebaut, der Garten ist 20 Jahre alt, also da war der wahrscheinlich mannshoch, also müsste er jetzt, da ist er wahrscheinlich 30 Jahre alt. Das ist sensationell, das Gehölz. Also der könnte selbst in Japan, in einem japanischen Garten, Kiyomizu, der hat zwar rote, naja, die sind auch grün im Sommer, ich kenne sie nur im Herbst, das sind die dann, wird der rot im Herbst? Nee, der nicht. Nicht? Doch, der wird rot. Doch, der wird doch. Rot. Genau, der wird rot. Genau. Also das ist eine recht ähnliche Art, was sie da haben, da würde der überhaupt gar nicht auffallen, das ist einer der bedeutendsten Gärten dort. Also so Flachwasserzonen, sieht jetzt hübsch aus, könnte veralgt werden und das ist der einzig kleine Nachteil, wenn man natürlich hier direkt an der, ich will nicht ins Haus reinfilmen, aber wenn man hier das Terrassenfenster hat, können die Koi, natürlich, wenn sie klein sind, können die noch direkt bis ans Haus her schwimmen. Aber ansonsten müssen sie eine Stufe weiter vorne warten. Wie tief ist das Wasser hier? 30, 40? 30, ja. 30. Ja. Aber die Großen schwimmen da eigentlich auch nicht mehr drauf. Das sind nur die Kleinen. Die Großen, genau, die bleiben weg. Ja. Nicht, genau. Ja. Und deswegen ist eigentlich auch so, eigentlich, das ist ganz witzig, wenn wir Abendessen davor werfen wir meistens eine Hand Sinkfutter da noch rein. Dann kommen die nämlich alle dahin. Genau. Und dann kann man die schön sehen. Weil da ist schon zu weit weg. Wenn sie auf der Fläche, da ist ja auch nochmal so eine, ich glaube 70 ist das tief, oder 60, 60, 70 auf der Terrasse da sind, sage ich mal, dann sieht man sie vom Esstisch schon nicht mehr gut. Die müssen schon da sein, dann sieht man sie gut. Ja. Aber das sind halt die Kleinigkeiten. Jetzt stellen Sie sich vor, der Esstisch ist jetzt nochmal 2 Meter weiter hinten. Wenn Sie den Ausblick beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen haben, dann wissen Sie, dann haben Sie Urlaub. So, hier sind die Terrassen, da ist der Filter drunter. Das hat Jürgen Kirchner gestaltet dann, die Terrassen? Genau, das hat er gemacht, ja. Also. Die waren vornehmlich nicht da und da haben wir uns immer gesagt, da war da rein Rasen. Da haben wir ihm gesagt, da fehlt was.
da wo wir sitzen. Ja. Und dann sind wir mit ihm auf die Idee gekommen, da diese beiden schönen Terrassen hinzubauen. Und das ist echt ideal. Also ist wirklich top. Und Jürgen Kirchner hat natürlich auch nach euren Vorgaben, soll ein Schwimmteich mit ein paar Koi werden geplant. Also hydraulisch, wie seid ihr da aufgestellt? Wie viele Bodenabläufe, Skimmer etc.? Wir haben 3 Bodenabläufe, 4 Skimmer und dann im Kiesfilter noch 2 Drainagen, sodass wir da 910er Zuläufe sozusagen oder Abläufe haben. Und das ist dann, komm, das setzen wir uns jetzt hin, das sieht, das ist natürlich auch echt, echt schick. Also euer Wasser ist klar, aber es ist nicht 100% klar. Das kommt durch die Umbaumaßnahmen. Ich habe mich vorher wirklich gewundert, wie groß die Koi hier geworden sind. Wie viel füttert ihr am Tag? Also bevor wir jetzt neu zugesetzt haben, haben wir eigentlich so im Sommer maximal 200 Gramm gefüttert. Wahnsinn. Und gut, die Koi haben hier natürlich auch Naturnahrung. Und wir haben uns, seine Kinder haben vorher erzählt, dass die Karaschis hier immer kopfüber stehen. Hier auch 2 neue Kohaku, die nur am Boden am Gründeln sind. Und da kommt natürlich über den Tag einiges zusammen. Und das ist wirklich völlig verrückt, wie zugeneigt die Koi hier dem Menschen sind, was man eigentlich in der Regel nur von den völlig überbesetzten Teichen kennt. Nicht völlig überbesetzt, aber eher von den gut besetzten Teichen, wo dann ein wahnsinniger Futterneid herrscht und es im Prinzip der blanke Kampf ums Überleben ist. Und hier ist die Regenerationszone, oder wie nennt ihr das? Fließ, einfach Kiesfilter. Ich weiß auch nicht. Ja. Herr Kirchner hat das damals so genannt, Kiesfilter, und deswegen nennen wir es irgendwie auch der Kiesfilterbereich. Mhm. Aber diese Pflanzinseln, die haben wir als erster zugesetzt. Die waren am Anfang. Da ist ein Koi drunter. Ja. Okay. Die waren am Anfang nicht da, sondern da war, sag ich mal, ein paar Wasserpflanzen waren da drin, die sind aber kaputt gegangen und deswegen haben wir das. Da hinten ist noch eine übergeblieben, die sieht man da so ein bisschen. Deswegen haben wir jetzt diese Pflanzeninseln da mal zugesetzt, damit es nicht nur so reine Steinlandschaft ist. Aber ich muss jetzt mal blöd fragen, sind die Steine immer so algenfrei hier? Nein. Also das muss schon ab und zu mal sauber gemacht werden? Oder das wird alle 4 Wochen sauber gemacht. Alle vier Wochen? Das machst du? Nein. Deine Frau? Das macht eine Firma, die wir beauftragt haben. Okay. Genau. Und die machen das wirklich mit einer kleinen, ich glaube, es ist eine Spülbürste, und dann setzen sie sich da rein und schrubben da jeden einzelnen Stein ab. Du verarschst mich gerade. Nein. Das machen die echt? Ja. Das ist eine Bürste, die ist wirklich so groß. Und dann schrubben die da. Und dann sitzen die drin und schrubben jeden einzelnen Stein ab. Das ist so Ultraschall wie meine Zahnbürste oder sowas. Das ist, und da sind die auch richtig lange mit dabei. Also ich glaube, das ist, wenn das einer sauber macht, sitzt da einer 4 Stunden drin. Jesus Christ. Sonst kriegt man das auch nicht so sauber. Wie tief ist der Kiesfilter? Der müsste, wenn ich mich richtig erinnere, 1,20 Meter tief sein. Mhm. Und na, jetzt sind da vielleicht 10 Zentimeter Wasser oben drauf noch oder 15 Zentimeter. Ja. Das ist nicht viel. Das sieht so schon schön aus. Das kann man nicht anders sagen. Aber das steht halt auch der Aufwand, der Nutzen und die Schönheit in irgendwie keiner Relation, wenn du da alle 4 Wochen dann die Kieselsteinputzer. Ja, die haben da richtig mit zu tun. Das ist Wahnsinn. Echt Wahnsinn, ja. Also davon habe ich dir, ich bin jetzt nicht der Klugscheißer und nicht deine Mama, wo gesagt hat, ich habe dir es gleich gesagt, Björn, das wird so nichts. Aber das würdest du wahrscheinlich von vornherein heute nicht mehr so machen, denke ich mal. Nee, ich würde es, glaube ich, nicht nochmal so bauen. Nee. Das. Und hier hinten ist noch ein Zulauf? Genau, da ist ein Zulauf, genau. Okay. Aber wir haben ja diese 2 50.000er Titanium drin und jede geht dann auf 3 sozusagen Zuläufe und das ist einer davon. Und die anderen sind dann im Teich? Die drin. Anderen sind im Teich, genau. Okay. Ja. Björn, vielen Dank. Jetzt haben wir einen der schönsten Teiche von Modern Koi gezeigt, muss ich ehrlich sagen. Zumindest was mein Geschmack angeht. Und es gibt auch in Japan viele, in Kyoto viele, viele ganz tolle Gärten, die genau in dem Stil angelegt sind. Also auch ohne große Dekorationssteine, Solitärsteine, sondern die von den Pflanzen und von der Wasserlandschaft leben. Ich habe vorher gesagt, die Rückenbepflanzung, die hintere Bepflanzung ist auch etwas so im englischen Stil. Ich finde es mega geil, aber ich glaube, das ist auch so geil Mainstream. Also findet irgendwie wahrscheinlich jeder richtig cool.
Und im nächsten Blog gehen wir mal auf deine Filtergeschichte ein, was du da heute hast und wo du da gerne hin würdest. Mach's gut. Vielen Dank, dass wir den Garten zeigen durften. Ja, gerne. Und bis dann. Ciao.